Berlin bei Nacht war das Oberthema und der Text heißt Schäferstündchen aus dem Jahr 2012. Was ich Trotzki tatsächlich übel nehme, sagte Professor Bilbo zur Präsidentin und reichte ihr das Milchkännchen. Wie konnte er seine Töchter Nina und Sina nennen? Das ist doch lächerlich, finden Sie nicht? Die Präsidentin blickte ihn aufmerksam an, nickte und gab etwas Milch in ihren Kaffee. Draußen über den S-Bahn-Gleisen brach Mondlicht hervor. Es war das erste Licht an diesem fahrenden Novembertag und die Präsidentin wäre gerne näher an die Scheibe herangetreten. Einfach aufstehen, dachte sie, aber das ging natürlich nicht. 20 Wissenschaftler saßen beim Abendessen, zu dem die Präsidentin geladen hatte, 16 Männer und 4 Frauen, die aus ganz Deutschland nach Bellevue beordert worden waren, um wieder einmal den Beweis anzutreten, dass Deutschland ein Land der Wissenschaft war. Die Präsidentin hatte sich nie für derartige Beweisführung interessiert, ebenso wenig wie für das präsidiale Amt. Weder als sie ernannt wurden, noch an einem einzigen ihrer Arbeitstage hatte sie einem ihrer Vorgänger besondere Beachtung geschenkt. Nicht einmal, als im vergangenen Winter auch noch der Pfarrer zurückgetreten war, hatte es sie sonderlich interessiert. Bundespräsident. Das war so viel wie ein Logo, ein sprechendes Maskottchen. Einfluss hatte man als Minister oder Kanzler und Macht vielleicht einmal als Zarin gehabt, aber als Bundespräsident? Vor 12 Monaten hätte sie nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet. Laura Brügge war 58 Jahre alt und promovierte Slawistin. Sie leitete das Osteuropäische Institut an der Mitteldeutschen Universität und war niemals außerhalb ihres Fachgebiets in irgendeiner Weise in Erscheinung getreten. Ihre Artikel über Brezhnev und Trotzki waren so detailversessen, dass sie vor einem Publikum außerhalb des Fachkreises bestens geschützt waren. Nur wenige Tage später würde man ihr deutschlandweit zugutehalten, dass sie in keine Skandale verwickelt war. Sie hatte allerdings auch nie Gelegenheit dazu gehabt. Der Anruf war gegen 17 Uhr eingegangen, aus heiterem Himmel, aus Mangel an Hindernissen. Laura Brügge hatte an einer Arbeit über Sophie von Anhalt-Zerbst, der späteren Zarin Katharina, gesessen. Sie hätte den Anruf wegdrücken wollen, ein kurzes Zögern, es wäre so einfach gewesen. Ob sie annehme, fragte die Kanzlerin matt. Laura Brügge überflog noch einmal die letzte Seite ihres Aufsatzes und stellte eine Gegenfrage. Wie viele haben Sie vor mir schon gefragt? Es trat eine Pause ein. Die Zarin räkelte sich in einem Reiseschlitten vor Laura Brügge, Leuchtfeuer markierten die Route. Wie viele? Sagte die Kanzlerin schließlich. Frau Brügge, Sie wollen nicht wirklich wissen, wie viele ich schon gefragt habe. Mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts hatte die Kanzlerin telefoniert und mit dem Kanzlerkandidaten der Opposition, mit dem Vorsitzenden des Deutschen Roten Kreuz und dem Moderator einer Politiksendung im Ersten. Sie hatte Ärzte und Minister gefragt, Unternehmer und Europaabgeordnete, sogar einen Schriftsteller hatte man aufgetrieben, der aber fürchtete, dass all die Reden seinen Stil ruinieren würden, weshalb er für dieses ehrenvolle Amt leider nicht zur Verfügung stünde. Er verbleibe mit freundlichen Grüßen, Ihr David Wagner. Alle verblieben sie mit freundlichen Grüßen. Niemand hatte es werden wollen. Als Laura Brügge antwortete, war sie gedanklich noch in die wissenschaftlichen Thesen zur zukünftigen Zarin verstrickt. Fürst Potemkin, erklärte sie, hat schon immer gewusst, dass die Fassade wichtiger ist als die Konstruktion. Und haben Sie eine Meinung zu Trotzki, Frau Präsidentin? Erkundigte sich Ihr Sitznachbar zur Linken, an dessen Samen sie sich beim besten Willen nicht erinnern konnte. Aber Sie werden doch die ausgezeichneten Essays von Frau Präsidentin über Trotzki gelesen haben, Herr Heslach, rief Bilbo so laut, dass auch die übrigen Teilnehmer der Tischgesellschaft auf die ausgezeichneten Essays von Frau Präsidentin aufmerksam wurden. Der Herr dort drüben hatte sie gelesen, die Frau neben ihm schon auch, nur gerade den zur Debatte stehenden, über Trotzki nicht, leider. Zwei Männer rechts außen gaben freiwillig zu, nie auch nur einen einzigen Präsidentinnen-Essay in der Hand gehalten zu haben, während die übrigen bedeutsam mit dem Kopf nickten, womit sie zu verstehen gaben, fragen Sie jetzt bitte nicht mich nach den Details. Die Präsidentin ließ ihren Blick durch die Runde schweifen. Wie viele von denen hatte die Kanzlerin wohl angerufen? Überlegte sie und klapperte mit ihrem Löffel in der Espressotasse. Womöglich hatte Professor Bilbur direkt über ihr auf der Präsidentenliste gestanden. Sicherlich hatte er sich für das ausgezeichnete Angebot der Frau Kanzlerin bedankt, dann aber einwenden müssen, was ihn tatsächlich daran störe. Wie könne man ein Haus direkt an der S-Bahn Bellevue nennen? Das sei doch lächerlich.
Wäre doch nur ihr ein solcher Einwand eingefallen, dachte die Präsidentin. Der Tag ihrer Ernennung lag nur 350 Tage zurück. Seitdem wurde sie von Empfang zu Empfang gescheucht, eine Rede nach der anderen zog wie Unwetter über sie hinweg. Überall, wo sie auftrat, nahm man sich wichtig, weil man in ihrer Nähe vorgelassen wurde. Nur wichtig waren ihr leider immer weniger. Manchmal noch versuchte sie, einen Gedanken zu fassen, einen wirklichen Gedanken und nicht die Wiederholung eines Satzes, zu dem ihr Referent ihr geraten hatte. Ein paar Mal wäre es ihr fast gelungen, doch dann riss ihr Sekretär sie aus ihrer Konzentration. Ein weiterer Empfang stand an, ein Galadiner, eine Einweihung. Und zwischendurch musste auch noch jemand vereidigt werden. Frau Präsidentin, ihr Sekretär war unauffällig an sie herangetreten und hatte sich zu ihr hinabgebeugt. Es wird Zeit. Wir müssen das Abendessen zu einem Ende kommen lassen. Die Präsidentin erhob sich und dankte für die anregenden Gespräche. Die Wissenschaftler redeten plötzlich alle durcheinander. Jeder wollte noch etwas gesagt haben. Aber die Präsidentin hatte sich bereits in ihre Privaträume zurückgezogen. In dieser Nacht träumte sie von Trotzkis Töchtern und von einem sehr langen Galadiner, auf dem jeder Gast einmal zur Zarin gewählt wurde. Herr Heslach wurde es und die Kanzlerin, der präsidiale Sekretär und die Frau, die den Trotzki-Essay nicht gelesen hatte. Trotzki selbst wurde es und kurz nach ihm wurde auch die Zarin Katharina zur Zarin gewählt. Professor Bilbor wehrte sich mit Händen und Füßen und zahlreichen Argumenten, das sei doch lächerlich, aber er wurde es trotzdem. Draußen über den Gleisen brach Mondlicht hervor. Die Präsidentin erhob sich und trat an das große Fenster heran. Sie hörte noch, wie Stimmen sie zurückriefen, aber die Gesellschaft in ihrem Rücken wurde leiser und leiser.